Wegen der Trockenheit und anhaltender Hitze fällt die Getreideernte 2015 deutlich geringer aus als im Vorjahr, meldete der Deutsche Bauernverband Anfang August 2015. Getreidebestände reiften aufgrund der ungewöhnlichen Temperaturen und des Wassermangels vorzeitig. Trotzdem zeigen sich die Landwirte in Mittelsachsen mit dem Ergebnis in einem witterungsbedingt schwierigen Jahr zufrieden. Jetzt im Nachhinein haben wir festgestellt, wir haben eine sehr preiswerte Ernte gemacht, nachdem die Gerste natürlich, da ging es noch ein bisschen rein und raus, da war es immer mal nass dazwischen, hatten wir auch ein paar Trocknungskosten noch dazu. Aber eben trotzdem hatten wir in der Gerste einen sehr hohen Ertrag für unsere Verhältnisse, ganz, ganz brauchbar, kann man gar nicht meckern. Ja, und dann der Weizen und auch der Raps zwischendurch, es gab dann kein Halten mehr, 14 Tage durchgedroschen, das gab es also relativ selten. Das macht die Transaktionskosten ringsherum sehr niedrig, also auch unsere Produktionskosten waren dann relativ harmlos, das hatten wir in anderen Jahren schon wesentlich schlimmer. Und auch die Erträge beim Weizen und auch beim Raps, die waren schon bei uns so, dass wir sagen können, wir haben unseren Einsatz wieder rein. Die Erntesaison 2015 ist auch in Mittelsachsen noch nicht abgeschlossen. Bei der Agrarset GmbH Naundorf läuft gerade die Kartoffelrodung. Auf gut 230 von knapp 4500 Hektar Ackerfläche baut die Genossenschaft Kartoffeln an. Hier wirkt sich das Niederschlagsdefizit im Frühjahr und Sommer deutlich aus. Ja, bei den Kartoffeln ist es ein bisschen anders, weil wir hier wieder wirklich den Unterschied machen müssen zwischen Herbstkultur und Frühjahrskultur. Also im Herbst haben dann doch die Getreidepflanzen offensichtlich so viel Wurzelwerk angesetzt, um diese durchaus vorhandene Trockenheit, und wir haben nach wie vor ein Wasserdefizit, ordentlich zu überwinden, das abzukönnen. Bei den Kartoffeln war das natürlich anders. Die sind in die Trockenheit hineingelegt worden. Aber dennoch hatten wir hier bei uns in der Region schön immer mal wieder 3 Tropfen Niederschlag. Das war ja schon mal besser als gar nichts. Wir haben Böden, die dann, wenn das Wasser kommt, auch die Böden das Wasser relativ gut speichern, eine längere Zeit. Insofern hält sich auch hier das an Verlusten in Grenzen. Wir haben nicht so eine gute Ernte wie beim Weizen jetzt zu erwarten, was aktuell bei der Rodung so passiert ist. Aber die Kartoffelmenge wird wahrscheinlich so im Durchschnitt, vielleicht auch leicht unter dem Durchschnitt, aber das muss man eben dann im Oktober sehen, wenn wir fertig sind, sein. Die ersten Rotungen, die wir jetzt haben, so als Frischrotung für unsere Frischkartoffelschälanlage, die zeigen, dass es eine durchaus durchschnittliche Ernte werden kann. Es sind weniger Kartoffeln, Ansatz pro Mutterknolle, aber dafür eben doch relativ große. Und das wiegt einiges wieder auf. Trotzdem denken die Bauern in Naundorf über neue Wege nach. Durch die voranschreitende Klimaerwärmung rücken auch neue Sorten ins Blickfeld. Aber auch bei der Bewirtschaftung denkt man hier über ertragssichernde Maßnahmen nach. Die zuständigen Mitarbeiter, die sind hochspezialisiert, die sind interessiert, die bringen immer wieder neue Ideen mit und eben zufolge auch die Auswahl neuer Sorten. Und damit sind wir für den Klimawandel durchaus, fühlen wir uns schon gewappnet. Was wir sicherlich mehr überlegen müssen, ist die Frage der Bewässerung. Ob man tatsächlich auch in unserem Gebiet, wo traditionell kaum bewässert wurde, in den landwirtschaftlichen Kulturen zumindest, jetzt in Sonderkulturen mal abgesehen, also im Gemüsebau wurde schon auch mal bewässert, aber dass wir vielleicht auch wirklich dazu übergehen, in den wasserintensiven Kulturen wie in der Kartoffel zum Beispiel eben auch uns über Bewässerung Gedanken zu machen. Das kann durchaus in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine ernstere Rolle spielen als bisher. Bei der Ernte der Kartoffeln selbst bevorzugen die Landwirte trockeneres Wetter, denn die Böden müssen siebfähig sein, damit nicht zu viel Erde an den Kartoffeln haftet. Wie ertragreich das Erntejahr 2015 in Mittelsachsen wirklich ausfällt, wird man im Spätherbst sehen. Denn abgerechnet wird auch hier zum Schluss.